Willkommen bei Arc Talk mit Emmy. Hallo. Und heute gleich noch mit dabei als allererster Gast in unserem Arc Talk darf ich Feechen begrüßen. Hi. Und das heutige Thema ist, Ladies, bauen. Ja, wir wollen heute bauen. Also, wir wollen jetzt nicht bauen, aber wir wollen auf jeden Fall darüber quatschen. Und es wird so wie die anderen Themen erstmal ein allgemeines Thema werden, was sich mit, ja, halt mit den Anfängen und so weiter beschäftigt. Weil man muss ja auch mal kurz sagen, dass hier das Thema Farben, was wir ja zum Beispiel jetzt hatten, oder das Thema Tame. Beim Tame zum Beispiel gibt es ja auch eine Erweiterung, ja. Das waren jetzt nur die Anfänge, die wir bequatscht haben. Da gibt es eine Erweiterung und so wird es auch mit Bauen sein, ja. Das ist jetzt erstmal für die Anfänge, dass man erstmal so das Grundlegende hat. Ja, auch von mir ein Hallo an Feechen. Ich hoffe, du unterstützt uns heute bei unserem Gespräch. Jo, ich werde mein Bestes geben. Du pustest etwas im Mikro. Nervös als Gast, ist man immer nervös. Ja. Ja gut, wo fangen wir an? Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen ausgeholt, aber man muss halt echt sagen, das Thema Baue ist tiefgründiger. Ja. Es kommt auf, was will man bauen, wo will man bauen, wie ist der Server und so weiter. Deswegen tun wir das jetzt nur ganz leicht ankratzen für euch. Wenn ihr doch mehr davon wissen wollen, dann hämmert die Kommentare voll. Nur dann wissen wir, dass wir das näher drauf eingehen müssen. Genau. Aber ich würde auch sagen, es ist ja auch so, dass wenn man bauen will, gehört was dazu. Es ist ein anderes Thema, was definitiv dazugehört. Und zwar ist es das, was braucht man zum Bauen? Sammeln. Farmen, genau. Man muss farmen, sonst kann man nicht bauen. Das Farmen ist eigentlich, ja, der Grundstein für das Spiel mit unter anderem, ne, Ding. Und von daher, ja, du darfst jetzt ruhig mal weiter sagen, was? Also, wir joinen auf den Server und was sollte man dann als erstes tun? Also, ich würde sagen, ja, man schützt sich erst, oder? Ja, also, man sucht sich einen kleinen Platz schon mal gleich und versucht dann schnell ein paar Sachen für die Strohhütte-Sache zusammen zu farmen, damit man erstmal, ja, von der Welt selbst geschützt ist. Also Raptor oder sowas, das ist ja dann schon störend, wenn der dich gleich am Strand wegpickt. Ja, und so Hütche bietet schon mal der erste Schutz. Also ich selbst würde da wirklich erstmal nur so eine 4x4 oder so Strohhütte bauen. Und vor allen Dingen, man braucht für viele Dinge, die man craftet, braucht man, also die kann man nicht auf dem Boden platzieren, sondern da braucht man Foundations für. Das heißt, man muss also bauen, um dann, ne, das eine ist, hat so mit dem anderen so ein bisschen zu tun. Das Bauprinzip ist so von unten nach oben. Genau. Also, mit was fängt man an? Also die Fundamente, wie du schon gesagt hast, muss man dann von vornherein wissen, wie groß man machen will. In unserem Beispiel sind es jetzt 4 Stück. Die setzt du dann erstmal in so einem Quader aneinander und dann, ja, fangen schon mit der Wände und natürlich die Türöffnung an. Und ich weiß nicht, ein Wand hoch, zwei Wand hoch, ist ja egal, dann Dach drauf. Genau. Gut, Stroh ist jetzt wirklich so am Anfang, das hält dich gerade mal von Kleintieren ab, würde ich sagen. Ja. Also bis zu, welchen Schutz hat man mit Stroh? Eigentlich ist es nur so eine Minute-Sache, ne? Also es kann jedes Tier und PvP-Spieler können die Strohhütte beschädigen, je nachdem wie viel Zeit die du dafür haben, umso mehr, bis es dann offen ist. Genau. Also es ist dann nur so ein Stundenschutz oder so, ne? Also man muss dann schon echt weitermachen und sich hocharbeiten auf die nächste Freischaltung beim Bauen. Okay, na, wenn man was weiter ist, ja, Feechen, du wolltest was sagen? Aber man benutzt halt auch Stroh im späteren Verlauf immer sehr gerne, um Sachen vorzubauen, um halt die, ja, wertvollen Ressourcen, die man gefarmt hat, nicht, ja, zu verschwenden. Ist Stroh sehr einfach, um sich Sachen vorzubauen. Ja, weil es schnell gefarmt ist. Genau, weil es schnell gefarmt ist, das ist richtig. Und das kostet nicht so viel. Richtig, und man kann da dann auch echt Sachen ausprobieren. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Brücke bauen will, weiß man nicht immer genau, wie breit muss die sein oder so. Und da kann man dann schon mal gleich mit dem Strohzeug
ein bisschen vorprobiere, geht es so, wie ich mir das vorstelle oder nicht? Und hat dann zum Beispiel halt für später dann die Metallsache gespart. Genau, ob du jetzt eine Strohwand abreißt, das tut nicht ganz so weh, das neu zu farmen, als wie wenn es Metall ist. Kommt auch immer drauf an, auf einen Office-Server zum Beispiel. Ei. Obwohl, Ja. da muss man auch zu sagen, dass bei den Fortgeschrittenen Stroh gar nicht mehr verwendet wird. Ich glaube, die fangen alle wirklich bei Stein Stein. an, ne? Also da sind die unteren Kategorien, glaube ich, Nebensache. Man muss aber Stroh, kann man ab welchem Level machen? Stroh komme die erste Sache mit Level 4, aber man sollte dann schon so Richtung 6, 8, bis man dann wirklich das komplette Strohgebilde bauen kann. Genau, weil nicht alles wird direkt freigeschaltet, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ich glaube, das ist ein Ja, Craften-Thema. die Strohsache kosten zum Beispiel die Fundamente jetzt 3 Punkte und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Punkte man freigeschaltet bekommt. Ist ja auch wieder so eine Servergeschichte. Aber die kosten 3 Punkte und je nachdem, wie viele Punkte man hat, muss man halt sich entscheiden, was mache ich jetzt zuerst? Und da ist es halt echt, das von unten nach oben baue. Ihr lernt die Foundations zuerst, dann die Wand, dann die Tür und das Dach am Schluss, weil es als letztes oben drauf muss. Genau. Ein bisschen mehr Schutz hat man da schon mit, es sei denn jemand, Die Holzsache, genau, es sei denn einer von euch will noch was sagen. die kommen aber mit Level 11. Ja gut, aber ich sag mal so, die inoffiziellen Server sind eigentlich so ziemlich gut eingestellt, dass man relativ schnell levelt. Ja, schon alleine beim Farmen levelt man ziemlich schnell und man muss Ja. ja auch für, um Sachen zu craften. Ich glaube, craften das Thema, das sollten wir auch nochmal aufgreifen, bevor wir uns zu anderen Themen. Ja. Auf jeden Fall braucht man dann ja auch Leder, muss Tiere töten und solche Sachen. Dadurch kriegt man ja auch Level, ne? Also. Gut, das Leder brauchst du ja aber auch im Bau. Wenn du dann so Spikes bauen willst oder so, die werden ja dann mit Leder zusammengebunden oder so. Als, ja, Erklärung. Bei manchen Sachen weiß man es auch nie, warum ist denn jetzt die Ressource dabei? Man sieht sie gar nicht, aber sie ist halt dabei. Ja. Ja, also dann sind wir bei Holz, was ja im wirklichen PvP auch nicht wirklich gut ist, aber schon mal mehr Schutz vor zum Beispiel Wildtieren bietet als jetzt Also Stroh. bei der PvP-Spieler ist es dann auch schon so, dass die Metallwerkzeuge brauchen oder halt Sprengkraft, um reinzukommen. Die können nicht einfach wieder mit der Steinsache an der Tür rumhämmern wie beim Stroh. Da muss dann schon Metall her, damit sie reinkommen können. Oder halt ein Tier. Tiere kriegen es immer noch auf. Aber Aber, nicht alle. Nicht wollte ich alle. gerade sagen, also wenn du da so ein Dilo an einem Stroh hast, der braucht wahrscheinlich auch was länger, Ja. aber er kommt irgendwann rein Und beim Holz nicht. und beim Holz nicht. Und die Holzengramme gibt es auch mehr. Man hat dann zum Beispiel so Holzpiller oder eine Rampe, so schräge für nach oben. Man hat eine Dachluke, Holzleiter kommt dazu. Da ist dann viel mehr Schnickschnack. Ist ja auch Holz, ist ja auch eine der Hauptbaumaterialien für auf PvE-Servern, muss man ja mal sagen. Wegen der Struktur. Wo es im PvP-Bereich ja Holz, Thatch, Stein wirklich überhaupt nicht gern benutzt wird, ist im PvE Holz eigentlich das Nonplusultra. Obwohl im PvE-Bereich bin ich ja eigentlich auch eher zu Hause, benutze ich trotz allem lieber Stein als wie Holz. Also wenn ich ganz ehrlich bin, also das kommt aber, glaube ich, auch eher auf ja, den eigenen Geschmack an, wie man das gerne hätte, wie das aussieht. Oder rede ich da gerade an dir vorbei? Nö, oder was man halt gerade baut, je nachdem. Genau. Ihr mit eurem Zusammenmischen. schönen Baue. Naja, aber das ist auch das Thema. Aber da sind wir noch nicht, da kommen wir gleich zu. Wir Ich. sind jetzt bei Holz und will einer noch dazu was sagen? Weil sonst würde ich jetzt auf Metall, weil damit wir einfach mal erstmal so durchkommen. Oh, ich muss da aber vorher reingrätschen, bevor wir da auf Ja, Metall bitte. springen. Wenn er im Besitz von Scotch Earth sind, kommt nach Holz erstmal Lehm. Die Lehmstrukturen und die schützen euch dann von den Scorch Earth Wettereinflüsse. Da gibt es ja die super Hitze und der Sandsturm und das ganze Zeug. Da sind die Lehmstrukturen natürlich viel besser. Nicht nur besser. Lebensnotwendig eigentlich auf Scotch. Ja, obwohl ist das nicht sogar besser, wenn man jetzt nur von dem Wetter bei auf Scotch Earth nach drüber nachdenkt, ist das nicht sogar besser als Metall? Alleine nur vom Wetter, weil
Metall ist, dann hat man trotzdem. Rein aufs Wetter bezogen, ja. Ja, ist die Lehmstruktur besser. Das Metallding ist ja einfach nur der PvP-Aspekt. Würde man auf einem PvE spielen, ich glaube, das hätte keiner Metallhit. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Okay, nur um Lehm oder nur um Holz, wenn wir normal spielen, kommen dann die Steinstrukturen. Da werden dann auch wieder zusätzliche Sachen freigeschaltet, die beim Holz auch nicht vorhanden waren. Stimmt, Stein hatten wir dann noch, stimmt. Wie komme ich jetzt auf Metall? Das ist Stein. Ja, das stimmt. Allerdings. Da hätte man zum Beispiel eine viel größere Dachluke, wo dann zum Beispiel ein Agentavis durchfliegen kann. Das vorher bei Holz nicht vorhanden war. Da war es nur die kleine für den Mensch. Und bei Steinkrieger hat dann schon das große Falldach. Wie man so schön sagt. Bei Stein müssen die Tiere auch schon größer sein. Also wenn ihr Stein habt, dann ist das für den Anfang auf jeden Fall schon mal ja, ziemlich gut. Gerade das Thema große Tiere. Man hat dann auch das große Dino-Gate. Ja. Das kommt auch dazu. Und dann dauert es nämlich lang zum Metall, ne? Obwohl man muss auch sagen, je weiter man geht mit den Bausachen, umso schwieriger zu erfahren ist das, ne? Also Lehm, ich weiß gar nicht, wie das war, durch das Sand, Kaktus, müssen aber dann umwandeln in den Mörser, ne? War doch so. In Mörtel. Und dann konnte ich die Lebenssache machen. Genau, ja, das wie bei Holz. So Holz ist logischerweise die Hauptstruktur ist, also die Haupt, das Hauptfarbenzeugs ist Holz, ne? Ganz klar. Bei Stein ist es klar auch Stein. Und bei Stein müsst ihr noch nicht wirklich viel machen, außer die Sachen farmen, aber ab dann geht's, es sei denn, jetzt bei Scorched Earth zum Beispiel, da hat Impi ja gerade schon gesagt, das müsst ihr umwandeln. Und genauso wie bei Metall. Wenn ihr jetzt zu Stein nichts mehr zu sagen habt, können wir auf Metall umspringen, weil da ist es ja ähnlich, dass man dann schon anfangen muss, Dinge umzuwandeln, um das dann verwenden zu können. Man muss aber jetzt sagen, kurz vor Metall kommt aber auch noch das Gewächshaus. Die Gewächshausstrukturen schaltet man noch vor Metall frei. Ja, dann erklär doch mal kurz, für was das gut ist, das Gewächshaus. Was ist das und für was benutzt man das? Also, Gewächshaus ist klar, wie es der Name schon sagt, wenn man ein Gewächshaus baut mit den Bauteilen, dann kann man halt einen Gewächshausbonus auf Blumen, auf seine Pflanzen bekommen. Was bedeutet, wenn man Gemüse anbaut in Cropplots, dass man dann eben das Gemüse schneller wächst. Genau, wofür man das braucht, das werden wir auch noch in einem anderen Thema mal ja, vertiefen. Vergessen aber nicht, die Wasserleitung dort mit reinzubauen. Schon wird es schwierig mit dem Wachsen. Genau, das sind nämlich so Sachen, die man dann... also man muss beim Bauen, ja, ist man die Funktion vieler Sachen, die man baut, die haben viele kleinere Dinge, man braucht viele kleinere Dinge oder andere Dinge, um damit die zum Laufen bekommen, die man dann auch noch bauen und setzen muss und das dann auch noch richtig, damit es funktioniert. Und ja, es ist eigentlich doch ein komplexeres Thema, ne? Also, wenn man jetzt ja, obwohl wir es nur ankratzen wollten. Ja. Okay, bleiben wir erstmal noch bei den Strukturen selbst. Wir kommen jetzt von dem... Also das Gewächshaus muss man aber noch dazu sagen, es bietet keinen Schutz. Nein, das ist ziemlich schnell kaputt, ist ja Glas. Es ist halt einfach nur wirklich der Gardehaus-Effekt, was du hervorsticht. Und deswegen baut man das dann auch, dass das halt einfach schneller funktioniert. Weil ihr wollt ja, ne, die Sache für eventuell... das Shadow Steak oder Kibbelhersteller und da brauchen halt einfach diese Pflanze. Gut, ja. Dann sind wir jetzt bei Metall. Ja, jetzt sind wir bei Metall und Metall, logisch, ihr müsst nur für Berg hoch und euch Metall holen, dann müsst ihr nass brennen in einem Ofen und so weiter und dann kommt da noch Zementingpaste dazu, das ist nochmal ein anderes Thema, wo er das herbekommt und ach Gott. Genau, und das ist aber, Metall ist, darauf will jeder PvP-Spieler so schnell es geht drauf hinaus. So wir können erst offline gehen, wenn die Base aus Metall ist, schon schwer genau. Mal geradet. Ganz genau. Das heißt nicht, dass ihr unverwundbar seid, ne? Aber das ist auf jeden Fall schon mal die, ja, Metall ist auf jeden Fall schon mal gut.
Das sollte man auf jeden Fall so schnell, wenn man auf PvP-Servern spielt, ne, dann sollte man das so schnell es geht. Weil selbst wenn man Anfänger ist, viele achten nicht darauf. Und ja, die machen dann trotzdem die Base auf, ne? Also. Man muss aber jetzt noch dazu sagen, jetzt dieses Gewächshaus und Metallstrukturen sind auch die ersten, die man nicht mehr im Inventar herstellen kann. Weil alle Strukturen vorher konnte man im Inventar herstellen. Die Metall- und die Gewächshausteile, davon muss man jetzt an die Werkbank, um das überhaupt herzustellen. Genau, aber das ist glaube ich auch ein Thema eher für Craften. So ein extra Thema, was wir dann auch nochmal aufgreifen werden. Wir konzentrieren uns jetzt hier wirklich nur aufs Bauen, würde ich jetzt mal so sagen. So, dann hat man jetzt also eine Erhöhung, eine Erweiterung dafür gibt es nicht, es sei denn, man hat Mods, richtig? Für Metall jetzt. Ja, wie Glasmetall. Genau, aber das sind Mods, auch ein anderes Thema. Genau, jetzt hat man die ganzen Strukturen. Was kann man damit machen? Oder was sollte man damit machen? Weil die, unsere 4x4 Base reicht ja jetzt nun nicht mehr aus. Wenn man einen Tribe hat oder... Ne? Wir expandieren. Ja. Gut, lass uns doch mal kurz einschneiden. Also ich zum Beispiel, ich bin kein wirklicher PvP-Spieler. Aber für mich persönlich wäre es zum Beispiel wichtig, eine Mauer zu bauen, um meine Base oder meinen Base-Bot drumherum. Um das erstmal abzusichern, nicht nur vor PvP-Spielern, sondern auch vor wilden Tieren, sodass ich innerhalb dieser Mauer zum Beispiel Tiere hinstellen kann und die auch vor wilden Tieren geschützt sind. So, das wäre jetzt mein Denken. Das ist wie draus vor der Haustür. Das ist mein privates Grundstück. Das habe ich abgezäunt. Das ist meins. Da hat niemand anderes was verloren. Um das zu erreichen, muss man halt, wie Emmy sagt, die Mauer bauen. Macht man das auch im PvP noch? Gebiet abstecke, ja. Allerdings nicht immer mehr mit Mauern, oder? Nö, du, ja, wird jetzt anders da so gemacht. Ursprünglich waren als die große Tore. Das hat immer ganz hässlich ausgesehen. Was ich jetzt immer mehr sehe, sind so Pillarzäune. Weil Pillars schwieriger kaputt zu machen sind als Tore? Gut, ich habe jetzt Pillarzaun gesagt, es ist eigentlich gar kein Zaun, es ist Pillar, dann kommt wieder Pillar. Da kann dann so großer Dino nicht durchflitzen. Wenn aber einer halt kommt auf einem Känguru, Frosch oder Raptor, der flitzt da zwischendrin durch. Mm. Aber du hast ja dann andere Hilfsmittel, die den draus halle. Genau, so, jetzt sind wir bei den ganzen Sachen durch. Naja, ich hätte noch den Elektro-Arc gesprochen und dann gäbe es da noch ein Update zu Metall. Ja, sag. Okay. Man muss natürlich dafür sorgen, dass so Metallbase Strom hat. Und da kommen dann zum Beispiel Lampe dazu. Ihr Hahn, was haben wir noch? Fische! Kühlschrank! Klimaanlage, ja, die Sachen müssen mit Strom betrieben werden. Da müssen dann natürlich auch wieder die Kabel legen. Da hätten wir das Thema mit der Wasserleitung. Ein Aufzug ist dazugekommen, für in mehrere Stockwerke zu kommen. Ja. Die Chemiebench braucht auch Strom. Stimmt, die Chemiebench, wo er dann schneller zum Beispiel Zementpaste machen könnte, wo er ja brauche für den Metallbau. Und natürlich die Verteidigung. Ja, die Turrets, die Verteidigung. Das ist das Thema mit dem Pillarzaun, was die dann trotzdem braucht, halt die kleinere. Die Turrets. Ja, und dann hat Wildcard uns eine ganz große Überraschung geknallt. Es gab eine neue Struktur-Update, was dann stärker ist wie Metall. Aber um das zu bekommen, das können wir nicht einfach so lernen. Da müssen wir ordentlich was tun dafür. Wir retten vom Tech. Ja, obwohl Tech so ein komplexes Thema ist, wo ich dann auch sagen würde, dass man, du sprich es kurz an, beschreib es kurz, aber ich würde sagen, das ist ein extra Thema. Also Tech ist auf jeden Fall stärker wie Metall und Männer in eurem Tribe die Möglichkeit haben, als Solospieler würde ich glaube ich sagen, niemals Metall überreichen können. Also ihr braucht eine große Tribe, ihr braucht gute Tiere, dann könnt ihr euch die Tech-Sache freischalten, dass du mal in einem anderen Video mal anspreche, wie das funktioniert. Aber wenn er dann Tech hat, Tech ist auf jeden Fall stärker wie Metall, sieht schöner aus, leuchtet mehr, macht mehr Bling Bling und ja, macht was her auf dem Server, wenn man das dann erreicht hat. Mhm. Gibt aber
So ziemlich alles, was es in den Metallstrukturen gibt, oder ist da irgendwas anders da? Ich sehe jetzt nichts anderes. Es gibt Tore, Wände, Rampe, Treppe. Das ist alles dabei, was man so vorher schon kennengelernt hat in der anderen Nicht Struktur. alles. Was fehlt denn? Die großen Falltürrahmen, die gibt's Oh, nicht bei Tech. das ist ja Emmy. Es war doch gut, Fische im Solar. Ich babbel nur Scheißdreck. Aber dafür gibt's ein paar Sachen mehr, die ich Stimmt! vorher nicht gab. Stimmt, stimmt. Mit Tech kann man unter Wasser bauen. Und da ist so ein Gerät dabei, das euch das Wasser aus der Base rausdrückt, dass wir das ohne Luft haben. Was wir vorher niemals bauen konnten, ohne Taucherflasche. Also, das ist so, ja, so sage ich, Tech ist ganz cool. Für unter Wasser Base, aber schon schwierig zu bekommen, einfach. Gut. Baumplattform gibt es auch nicht in Tech. Wo wir eigentlich auch schon beim nächsten Teil wären, ne? Weil man kann bauen eigentlich auf einer Map so gut wie, je nachdem, je nach Mod und so weiter, klar, aber eigentlich so gut wie fast überall, oder? Ja, jetzt, ja, das kann man echt so sagen. Wobei man da auch wieder auf die Regeln hinweisen muss, guckt euch die Regeln an, ob es so wie oder da, wo ihr bauen wollt, ob das auch wirklich auf den jeweiligen Servern erlaubt ist. Aber so wie Feechen schon sagte, Baumplattform, wo man dann auf den großen hier Redwood-Bäumen bauen kann, unter Wasser durch das Tech oder irgendwie, ich glaube, da gab es auch Mod, ne? Mod für, dass man unter Wasser Da gab bauen es auch kann. schon Mods dafür, ja. Ja, ob die jetzt funktionieren oder nicht, das wollen wir jetzt hier nicht erläutern. Berge, Höhlen, ach Gott, da, ihr könnt eigentlich so gut wie fast überall bauen. Auf offizielle Server, sagen wir mal, kann er echt überall bauen. Ja. Auf offizielle Server ist die einzige Regel, wo man beachten muss, und die habe ich selber auch erst vor kurzem erfahren. Ihr müsst das Spawn-Strand auf jeden Fall freihalten. Dann ist alles eigentlich erlaubt auf so offizielle Server. Sobald ein Spieler im Spielspaß durch Join auf dem Server verhindert wird, wird so Server meistens gecleared. Und das ist total schlecht für euch dann. Ja, wobei man dann auch sagen muss, wahrscheinlich werdet ihr auf diesem Server nicht mehr joinen können. Ja, die tun dann meistens ein Sperr für euch dann infüge, und das wollen dann nicht. Also lassen die Spawns in Ruhe und am schönsten können wir bauen, wo wir wollen. Ja, dann gibt es da halt eben natürlich Basebau, wo es dann darum geht, so zu bauen, dass die Leute oder dass andere Tribes nicht so schnell reinkommen und an eure Sachen plündern können. Aber da gibt es auch, so wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, PvE, wo es darum geht, was Schönes zu bauen. Nehmen wir mal als Beispiel so ein Event. Da geht es wirklich darum, nee, ja gut, bei Event geht es nicht nur um schön bauen, sondern auch darum, von der Funktion her, dass es so funktioniert, dass das Event funktioniert. Und da habe ich zum Beispiel, obwohl das sieht man auch überall im Internet, kann man sich das überall angucken. Da kann man Schlösser bauen, man kann alles Deine bauen. Pferderanch. Ja, Pferderanch, dann gibt es Bauernhöfe, habe ich schon gesehen. Ach, man kann eigentlich so gut wie alles bauen. Und wo wir dann wieder beim Thema Mods wären, je nachdem, was für Baumods und Dekomods man sich holt, kann man da dann natürlich auch noch richtig was rausholen. Ja, das ist so. Wollt ihr noch was sagen? Feechen? Farbe. Ja, erzähl. In Ark sind ja insgesamt 25 Farben zur Verfügung, und ihr könnt eure Strukturen anmalen. Mit Pinsel und der jeweiligen Farbe, wo ihr wollt. Einfach mit dem Pinsel dran schlage. Später noch, wenn ihr höher levelig sind, kommt dann die Airbrush-Pistole dazu. Das macht das Färbe dann ein bisschen schneller. Aber das ist alles ganz lustig. So ein komplettes Gebäude in der jeweiligen Tribe-Farbe, da stehe ich ja total drauf, wenn da so drauf sind, und euer Base und die Sattel und die Rüstung, alles in anderer Farbe. Ja, Stormtrooper. Ja, das stimmt, das sieht cool aus. Wobei PvE, ne, ist das wieder ein bisschen anders. Ich denke, im PvE ist es doch erst recht mit der Farbe ein ganz großes Thema, oder? Also so Koppel-Ranch, wenn man so in dem USA-Style machen will, dann hat man doch da weiß und rot die Wand und so.
Ja, das ist sowas auf jeden Fall. Nur, dass jetzt zum Beispiel alles jetzt in einer Farbe oder so, das wird jetzt im PvE, wenn man es wirklich Nein. schön bauen will, nicht wirklich gut kommen. Ja, es ist ein Thema, wo man nicht richtig drauf eingehen kann, weil man dann vieles andere außen vor lassen muss oder halt eben andere Themen vertiefen muss, um darauf, ne, weil das eine hängt vom anderen ab und so. Aber das ist jetzt auch nur mal ein bisschen so angekratztes Thema. Wenn ihr da aber noch weiteres irgendwie wissen wollt oder sagt, passt auf, das und das und dann geht doch da mal näher drauf ein, dann machen wir das, ne? Aber ihr müsst definitiv was sagen dazu in den Kommentaren. Wollt ihr jetzt noch irgendwie, habt ihr noch was im Kopf, wo ihr sagt, das gehört jetzt unbedingt noch mit rein? Kollision. Ja, Feechen, erzähl. Also es gibt ja auf dem offiziellen Server ist es ja so, dass wenn man Sachen baut, man irgendwann die Meldung kriegt, dass man eben nicht mehr bauen kann. Die Bauteile werden dann rot. Zum Beispiel, wenn es zu tief in den Boden reingeht oder wenn man in einer Höhle bauen will, zu nah an eine Wand kommt, dann werden die Strukturen rot und man kann sie nicht mehr platzieren. Das liegt am Kollisionsmodell von Ark. Es gibt jetzt auch schon die Möglichkeit, das Ganze per Game-Ini-Einstellungen auszuschalten, wodurch man dann wieder eben auch in Höhlen so bauen kann, dass eben die Wände ein Teil der Base werden. Wobei du das in Höhlen auch mal noch erwähnen solltest, dass da ja der Schaden höher ist, ne? Klar, das ist halt standardgemäß, ist es höher, man kann auch das natürlich ein- und ausschalten. Auf dem Office-Server aber nicht, ne? Also da ist es Nee, da standardmäßig ist es höher, genau. Aber da kannst du halt, also du hast halt dann teilweise das Problem, dass du irgendwo seitlich Löcher kriegst, wenn du auf dem Offi baust, weil einfach die Kollision sagt, hier darfst du nicht mehr bauen und jetzt ist Schluss. Wohingegen auf privaten Server das meistens angeschaltet ist und du dann eben auch Wände in, ja, massiven Stein reinbauen kannst, um dort einen schönen Abschluss und eben lückenfrei zu bauen. ja, ohne wo? Löcher. Und hier manche Leute haben aber auch Mods dafür, wo man dann dennoch weiterbauen kann. Ja, selbst ein Großteil davon funktioniert nur noch mit dieser Einstellung. Ah, okay. Was man anders sagen muss, kam durch ein paar Updates, ich weiß nicht mehr die Nummer, welches Update es war, aber die ganze Base-Bauer von Twilight haben das gefeiert, das Update. Es kam die ganze Zeit so, dass wenn du was bauen wollt und gedrückt hast, dass dann die Vorlage in grün vor dir geschwebt ist. Grün durchsichtig, dass du weißt, okay, das will ich jetzt hinsetzen und dann bestätigst du und das drückst ab. Jetzt haben sie durch das Update das eingefügt, dass du von vornherein in der Schwebe siehst, wie rum das platziert wird. Links rum, rechts rum. Na, es gab hier zum Beispiel beim Holz, die Innenseite ist hell, die Außenseite hat das dunkle Holz und durch das Update siehst du jetzt in dem Grüne, wie rum das platziert wird. Wir haben einmal die grünen Seiten, einmal die blauen Seiten und das haben die Bauer total gefeiert. Jetzt, wo sie wissen, wie rum sie es platzieren müssen. Ja, Ja. das war auch immer blöd. Dann hat man es gesetzt und dachte, Mensch, ich habe Und doch zwar gerade verkehrt rum, umgedreht. Ja, ja. Und muss es abreißen, was Ressource kostet. Und ja, das Update ist gefeiert worden. Ja, oder man das hat glaube sich ich. irgendwann versucht zu merken, wie man in etwa gucken muss, damit es links oder rechts rum ist. Ja, das hatte ich immer das Problem. Gerade auch bei Eventbauen, ne, ist das ein großes Thema gewesen. Wenn du dann auf einmal bei einer Wand eins hast, was ne, bei einer großen Wand die bestehend aus mehreren Wänden ist, und du hast dann da auf einmal was falsch rum, ei. Aber ich glaube, das ist wieder nur unser Problem, weil dem PvP-Spieler interessiert das nicht, ob da die eine Wand genau andersrum ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, soweit wären wir durch. Ja, die Zeit ist, glaube ich, sogar schon überschritten heute. Mein Gott. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann zeigt es uns, dass man darauf mehr eingehen solle. Einen Daumen hoch, würde ich so sagen. Ja, also es wird auf jeden Fall noch ein Thema mit Basebau, wo wir komplett auf dieses Thema richtig eingehen. Wo es dann nicht darum geht, was man farmen muss, weil für die Fortgeschrittenen ist das nicht mehr wichtig. Die wissen das. Aber wo man dann vielleicht sogar den einen oder anderen Tipp, wo man vielleicht sogar jemanden, der sich im Basebauen richtig gut auskennt, als Gast dazu holt, wo man dann echt drüber sprechen kann, wie Du hast und dich was. angesprochen gefühlt? Schreib uns. Was? Ach so, ich dachte, du meinst mich jetzt. Genau. Nee, nee. Schreib uns. Wenn einer von euch meint, hier, ich bin sehr gut in Basebau und ich kenne da Sachen, die sonst keiner weiß, wenn ihr und das mit uns teilen wollt und nicht für euch behalten wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir
überlegen dann, ob wir euch dann mit dazu holen, wenn wir die nächste Aufnahme für das erweiterte Bauen haben werden. Ja. Soweit sind wir so durch, ne? Ist jetzt nur angekratzt, ne? Also das ist wirklich, viele Themen sind komplexer, aber ja. Wer möchte sich verabschieden? Das war ARC-Talk mit unserem Gast Feechen. Ciao, ciao. Der guten Emmy. Ciao, ciao. Und mir, eurem dunklen Lord, möge die Macht mit euch sein.